So, meine lieben Freunde, hier ist wieder der Cobra von Games for Gamer TV und wir spielen wieder eine Runde Wolfenstein. Das heißt, es geht ganz normal weiter jetzt hier in dem ganzen Let's Play von Wolfenstein oder in dem Let's Test, wie auch immer man das nennen möchte. Ich habe ja gesagt, dass ich das Ding wahrscheinlich nicht komplett, ja, Let's Playen möchte. Ich wollte das Ganze eigentlich nur mal anspielen, werde diese Folge jetzt hier noch machen und anhand dieser Folge wird sich entscheiden, ob ich das Ganze weiterzocken möchte. Das hatten schon manche geschrieben, oh, ja, ich werde mir wahrscheinlich nicht jede Folge angucken und ja, ich würde selbst noch spielen. Kann ich natürlich auch ganz gut verstehen. Würde ich wahrscheinlich auch nicht machen, wenn ich das Spiel natürlich noch selber spielen will. Aber ihr entscheidet jetzt, ob ich das Ganze weiter zock oder ob ihr sagt, Mensch, Cobra, stream das Ganze doch einfach mal bei Twitch TV oder bei Hitbox, wie auch immer. Ich mache das jetzt erstmal so. Ich mache jetzt hier weiter. Und wenn das Ganze bis zum Wochenende irgendwie mit 10, 15 Daumen nach oben gestellt wird bei YouTube, dann ja, dann habt ihr natürlich entschieden, dass ich das Ganze weitermachen werde. Wenn es nicht so ist, ich würde einfach sagen wir mal 20 Daumen hoch und dann mache ich das ganze Ding weiter. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Dann habt ihr auf jeden Fall einen kleinen Eindruck vom Spiel bekommen für alle, die es noch nicht haben. Und ich würde das Ganze dann wahrscheinlich einfach im Livestream bei Twitch TV oder bei Hitbox, wie auch immer, fortsetzen. Wahrscheinlich bei Twitch TV. So, und ich würde sagen, wir machen jetzt mal weiter. Mal gucken, wo uns das Spiel jetzt wieder reinschmeißt. Ich habe das letzte Mal nach Part 2 einfach so abgebrochen. Und ich weiß nicht, ob er da jetzt gespeichert hat oder nicht. Das werden wir jetzt feststellen. Und dann wollen wir mal gucken, fortfahren. So, wo auch immer wir wieder starten. So, alles klar. Wollen wir mal schauen. Ja, ich bin hier, ich weiß. Ich bin hier. Boah, da kommen ja einige auf mich zu, meine Herren. Die Granate. Boah. Ich kann sagen, der hat mir doch voll die Granate an den Kopf gehauen. Oder fast. Komm schon. Ich muss ganz ehrlich sagen, das, was ich bis jetzt so vom Spiel gesehen habe, hat mir echt gut gefallen. Hat zwar kein Multiplayer, finde ich ein bisschen schade. Könnte Multiplayer haben. Muss es natürlich nicht. Aber ein Multiplayer wäre nett gewesen, auf jeden Fall. So, da kommen wir nicht durch. Da sind die Nächsten auch schon wieder. Aber wir rennen hier einfach durch, wie so Verrückter. Ach, ich glaube, hier waren wir doch schon, oder? Zack, runter mit dir. Ich bin dran. Ist hier noch irgendwas, was wir abschießen müssen? Treffen nix hier. Nee, ich glaube, da haben wir alles soweit zerstört. So, immer zusehen, das darf man natürlich nicht vergessen, dass man die ganze Munition ständig aufheben muss. So, was ist hier passiert? Oh, räumen den Weg frei. Womit denn? Hm. Weg freiräumen. Vielleicht mit einer Granate? Oder mit dem Geschütz da vorne. Das müssen wir natürlich nochmal ausprobieren, ob das vielleicht klappt. Ich weiß nicht, ob man das Geschütz so weit drehen kann. Ah, anscheinend schon. Klatsch. Ja, hat funktioniert. Sehr schön. Das hat schon mal geklappt. Na? Wir sind schon lange nicht mehr da, mein Freund. Wir kommen von hier. Ach, viel Munition lassen die aber auch nicht fallen. So, wenn man L1 drückt, dann nimmt er die Waffen. So sah es zumindest eben aus. Kann man sich so bewegen, so hin und her drehen.
Auch nicht schlecht. Wow, meine Herren, habe ich mich erschrocken. Oh, hab ich mich erschrocken. Oh, fang die Granate, du Vollidiot. Ja, danke schön. Helf mir hoch. Passt auf, Jungs. Jetzt wird unser Job hier langsam kompliziert. Die Mehrheit der Regimetruppen ist jetzt hinter uns her. Alles klar? Das macht die Sache. Private Gates, melde mich zum Dienst. Ja, verrückt und unerschrocken. Willkommen im Krieg. Private, übernehmen Sie. Also, General Totenkopf war uns noch nie so nah wie jetzt. Und eine ziemlich eklige Wunde, Private. Kümmern Sie sich drum. Schalten wir den General aus, haben wir das Regime bei den Eiern. Versagen wir, verspeisen die uns zum Frühstück. Sie haben uns mächtig in den Arsch getreten, aber wir Sir, haben schon... Sir, meine Augen tränen. Ich glaube, ich werde krank. Ist das normal? Nur die Nerven. Ich weiß einen Trick. Einatmen, bis vier zählen. Ausatmen. Bis 14. Das war's. Dass ihr nicht von verdammten Frankensteins durchgevögelt wird. Also macht euch bereit, Leute. Diesmal bringen wir's zu Ende. Und jetzt los! Los, Bewegung! Los! Dann geht's mal los. Und mal gucken. Wollen Sie Wurzeln schlagen? Das hier ist Krieg, kein beschissener Sonntagsspaziergang. Das Team, wie Vater und Sohn. Also gut. Captain Blazkowicz, Gates, Benson, Ihr Job ist simpel. Klettern Sie die Mauer hoch, suchen Sie im Kontrollraum die Steuerung für diese fette Tür und öffnen Sie sie. Nehmen Sie alle Waffen an sich, die Sie finden. Sie sind besser als unsere. Wir geben Ihnen von hier unten aus Feuerschutz. Sobald die Tür offen ist, gehen wir rein, kämpfen uns nach oben und treffen uns in den oberen Stockwerken. Dort suchen wir Totenkopf und jagen ihm eine Kugel in den Kopf. Hier. Jawohl. Moin. Ja, die letzten beißen die Hunde. Oh, das ist ein Hochkommen. Kann er nicht ein bisschen schneller klettern? Ist das nicht möglich? Boah, schneller bitte! Oh oh! Oha! Da hat's uns fast erwischt. Na komm, der ist ja nie noch drin. Zack. Boah, spazieren wir mal eben so vorbei. Ey, das ist nicht meine Seite, Kollege. Kümmere dich mal darum. Mensch. Danke. Das dauert eindeutig zu lange. So, und jetzt rein hier in die Hütte. Was denn? Oh, der ist hin. Und noch ein getötet, General. Einer von uns beiden wird heute sterben. Müssen wir jetzt hier runter? Mal schauen, was hier noch so rumliegt. Soll noch irgendwas übersehen hier, aber ich glaube, das war's. Soweit. Sollen wir das Tor öffnen? Genau, da ist ein Hebel und da ziehen wir jetzt dran. Zack! Ah, jetzt darf ich wieder runter. Danke fürs Medikit. Oh oh. Gott, keine Munition mehr für die Waffe.
Boah, hau. Tschüss, sag mal. Na, wo ist der General Totenkopf, meine Freunde? Sagt es mir lieber. Was hab ich jetzt aufgehoben? Verbesserung der Pistole. Ein Schalldämpfer. Wo ist denn der Schalldämpfer? So, müssen wir nach unten? Oder hier jetzt mal rüber? Oh oh. Hund! Dass sie auch so mega gepanzert sein müssen. Wahnsinn. Bleiben wir doch erstmal hier oben, wa? General Totenkopf. So, und jetzt geht's weiter nach oben. Oh, da sind sie. Leise. Sein Herrchen weg ist, hat er gar nicht bemerkt. Oh, oh, oh. Das hat er gemerkt. Sieht er mich nicht? Ist er blind? Zack. Hey. Wieso stirbt er nicht? Ah, da kommen ja noch mehr. Hey. So, Speicherpunkt erreicht. Sind wir hier durch? Erstmal fliehen, ab nach oben. Oh, noch ein Hund. Na, wo wollt ihr denn hin mit dem Ding? Zack. Durch den Hals. So, können wir das Ding noch ein bisschen weiter schieben? Das nehmen wir einfach so ab hier. Zack. Haben sie ja noch mehr. Na, erwische ich den nicht? Komm schon. Das ist doch noch ein Geschütz. Oh, ich will hier nicht drauf gehen. Hallo? Das wäre jetzt eng geworden. Komm schon. Da ist ja noch einer. Wo kommen die denn alle her? Gibt's ja nicht. Aber richtig. Jawohl. Bin doch schon da.